Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Shadow of the Tomb Raider. So, ich habe mir überlegt, wir machen jetzt doch immer mit Jonna und dieser Quest weiter, was auch immer er da für uns hat, weil das interessiert mich schon. Was macht ihr zwei da? Wir tauschen Narbengeschichten aus. Jonah sagt, dass du auch welche hast. Aber ohne Geschichten. Ich bin nur unvorsichtig. Das habe ich von meinem Cousin, Eli. Das ist von deinem Cousin? Redet ihr noch miteinander? Er war nicht wirklich mein Cousin. Er war ein Wurm, den ich... Vielleicht musste man dabei gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Und was ist mit dir? Das sieht nach einer ziemlich guten Geschichte aus. Was ist passiert? Ein sehr altes Rezept. Bei so einem Rezept würde ich lieber verhungern. Es war nicht so ein Rezept. Es war für eine Waffe. Ah, was für eine Waffe? Der weiße Atem, ein Gift, das man tief in der Wildnis findet. Es würde unsere Anzahl verdoppeln, ohne einen Mann hinzuzufügen. Ideal für die Rebellion, um Amaru und seine Armee zurückzuschlagen. Ui, hört sich gut an. Was ist denn passiert? Es ging schief. Hast du es nicht gefunden? Nein, mein Freund, ich war nicht würdig. Um das Rezept des weißen Atems zu meistern, musst du den Pfad der Angst beschreiten. Ein gefährlicher Ort voller schrecklicher Dämonen. Glaubst du, der weiße Atem könnte Rebellenleben retten? Viele, aber diese Hoffnung ist verloren. Ich kann nicht zurück. Zu gefährlich. Und wenn ich mit dir gehe, wir können das Rezept des weißen Atems zusammenholen. Ich weiß dein Angebot zu schätzen, aber der Pfad der Angst muss allein bewältigt werden. Dann gehe ich. Das kann ich nicht von dir verlangen. Hast du nicht. Ich biete es an. Nein. Lara, vielleicht ist das keine Sache. Uchu, ich kann helfen. Bitte, lass mich gehen. Nimm den Weg durch das Wasser unter dieser Höhle. Er führt dich in die Wildnis. Dort bist du auf dich gestellt. Okay, aber ich ziehe mir ein anderes Outfit an. Ja gut, das ist jetzt auf jeden Fall ein DLC, denke ich mal. Aber wenn wir dann so einen Giftpfeil haben, wie im zweiten Teil, das wäre richtig gut, weil die Pfeile im zweiten Teil waren der Hammer. Die waren gute Dinger. Ja, das... Ja, vier außer haben wir nicht, aber ich würde gerne mal wieder ein bisschen was anderes tragen und jemand mit denselben rumrennen. Gut, dann ziehen wir das an und gehen in die Wildnis, weil vorher war dieser Ausgang nicht da. Der ist jetzt neu gekommen. Aber gut, wir versuchen einfach unser Bestes und versuchen nicht dabei zu sterben. Den Pfad der Angst finden. Sollten wir hinbekommen. Ups. Hey, ich muss hier nach oben. Ich muss ja doch nicht nach oben. Ich muss weiter schwimmen. Oh mein Gott. Bräuchten vielleicht mal wieder ein bisschen Sauerstoff. Ach, hier geht's nach oben. Okay. Wir gucken jetzt mal nach hier oben. Hier geht's aber erstmal nicht weiter. Das heißt, wir müssen weiter schwimmen. Ich hoffe, es kommen keine Piranhas oder so ein blöder Aal. Darauf habe ich keine Lust. Für das andere bin ich hochmotiviert. Okay. Nutzt die Gelegenheit, mich umzusehen. Vermutlich geht's dann hier irgendwie wieder zurück. Oder nicht, weil hier geht's nicht hoch. Na gut, dann müssen wir anscheinend doch hier lang. Dann war der erste Weg doch der richtige.
Ah, okay, verstehe. Warte, lass uns drüber springen. Hier ist nichts. Und hier komme ich hoch. Sehr schön. Okay, so angsteinflößend ist dieser Pfad ja noch gar nicht. Wo muss ich denn jetzt hin? Irgendwie nach hier oben? Nee. Ah, nach da drüben. Ups, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Okay, gut. Ja, manchmal muss man erst... Wieso leckt das jetzt so? Manchmal muss man erst ins Wasser fallen, um den Weg zu verstehen. Die Frage ist, komme ich bis nach da drüben hin? Wahrscheinlich schon, ich muss mal wieder eine Axt schmeißen. Sehr schön. Funktioniert doch. Ich muss mich da hochschwingen. Ist jemand? Das kann nicht der Pfad der Angst sein. Ich muss mich... Hallo? Liebst du? Kannst du mich hören? Ja. Gott, das ist jetzt wieder so eine Halluzinationssache wie im ersten, wie im zweiten Teil mit Baba Yaga DLC, denke ich mal. Auf jeden Fall könnte ich mir das gut vorstellen, wo sie ihren Vater gesehen hat. War das nicht so recht klar, aber ja. Das war der zweite Teil. Okay, wo sind wir? Wir haben auf jeden Fall ein cooles Outfit mal wieder an. Sind wir im Croft anwesend? Sieht's aus. Warum gibst du dich mit nichts zufrieden? Mama. Naja, cool. Ich habe keinerlei Waffen. Weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll. Gut, dass wir vielleicht nicht kämpfen müssen. Schlecht, dass ich mich, falls wir doch kämpfen müssen, nicht verteidigen kann. Ach, das mussten wir doch schon mal spielen.
Okay. Okay. Hui. Oh. Weiter geht's. Wann haben wir unsere Axt? Jede Menge Tote auf jeden Fall. Oh. Anna. Wieso habe ich jetzt auf einmal Waffen? Oh Gott, was bist du denn, Plantex-Vieh? Muss kurz nachladen. Guck mal, ist da gerade ein Kopf. Okay, erstmal kurz heilen, nachladen. Okay, come on. Sag mir dein Köpfchen. Ja, die transformieren sich ja noch. Nämlich Fakt ist das krank. Kann grad nicht. Komm schon, stirb.
Hä? Ah, du bist noch da. Köpfchen. Danke. Ich muss auch ein bisschen auf mein Leben achten. Verdammt. Kopfschuss. Oh wow. Jonah! Hä? Really? Das Vieh hat mich nur angetippt. Was soll der das so sein? Ich glaube, das sollte so sein. Ich bin gar nicht wirklich tot. Ach cool. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Weiter geht's. Das ist ja sehr interessant. Keine Waffen. Oh Gott. Also müssen wir jetzt alles nochmal so ein bisschen durchleben. Unsere letzten paar Jahre, Geschichten, Kämpfe. So die letzten Augenblicke. Das ist gut gemacht. Kann man nicht sagen. Komme ich hier durch? Ja. Jonah, wo bist du? Wo ist der Typ? Komme ich hier durchs Tor durch? Nee, komme ich nicht. Ja, Jonah, ich weiß nicht, wie ich zu dir kommen soll. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Hier komme ich auch nicht durch. Wie komme ich hier weg? Hier kann ich mich nirgendwo langhalten, weil hier alles voller Zaun ist. Grabsteine kann ich auch nicht benutzen. Er hat schon, ich will dir helfen, aber ich weiß nicht wie. Geschweige denn, wie ich zu dir komme. Vielleicht irgendwelche Grabsteine, irgendwas mit den Vögeln? Hä? Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas mit irgendeinem Grabstein machen kann. Ach, hier. Jonah! Jonah! Okay, ich muss die Dinge absuchen. Ach so, jetzt. Ja, ja. Ach, da hinten. Okay. Ich komme. Immer noch nichts. Okay, es glitzert. Jetzt chill mal. Hier. Ich hab dich, Jonah. Bitte, halte durch. Komm schon, stirb nicht, bitte. Jonah, bitte. Komm schon, Jonah. Du weißt, was du zu tun hast. Oh, das sind vier. Zu es. Was? Was? Der Schmerz. Beende ihn. Ich habe keine Schmerzen. Egoistin. Ihr Schmerz, nicht deiner. Die Leben, die du vernichtet hast. Und es kommen noch so viele. Du zerstörst, was du berührst. Kleiner Krebs. Kleiner Tod. Kleine Hexe. Ich würde nie... Sie sind meine Freunde. Sie sind alle... Tot oder verdammt. Du weißt es. Spürst es. Du bringst Unglück, Lara. Kannst das Leben nicht bewahren. Können wir sie bitte erst deine Mutter, dann dein Vater und jetzt deine Freunde. Nein!
Ja, mir geht's gut. Gott sei Dank. Sie hat's geschafft. Sie ist okay. Gut gemacht, Lara. Du hast dich als würdig erwiesen. Jetzt musst du das Tal der Affengötter betreten und den weißen Atem holen. Das Tal der Affengötter? Affengötter? Meinst du die Zwillinge? Hunahan und Hunshiven? Ja, sie sollen das Rezept für den weißen Atem erfunden haben, um Rache an den Brüdern zu üben, die sie verwandelt haben. Okay. Ui, aber wir haben es überlebt, auch wenn ich mich beim Ende erst ein bisschen komisch angestellt habe. Ich habe nie verstanden, dass Jonah unter der Erde ist, was Sinn ergibt, denn er sagt, er bekommt keine Luft, aber ich dachte, er ist vielleicht irgendwo eingesperrt und ja, gut. Hunahan und Hunshiven müssen hier vorbeigekommen sein, als sie aus Paititi verbannt wurden. Hier war seit Jahrhunderten niemand mehr. Hört sich nach jeder Menge Spaß an. So, wir müssen uns halt wieder lang hangeln. Oh, und jetzt? Ach, da drüben vielleicht? Auf gut Glück nach da drüben. Zwei wird das überleben werden. Tun wir auch nicht. So, gut. Wir gehen jetzt den anderen Weg hier. Den ich vorhin irgendwie nicht gesehen habe. Das sieht jetzt nämlich schon ein bisschen sinnvoller aus. So, hier können wir uns drüber schwingen. Ja, jetzt kommen wir hier lang. Ist das egal? Ich hoffe, das ist egal. Nicht, dass ich wieder komplett in die falsche Richtung gehe. Das Tal der Affengötter ist eine gewaltige Verwerfungslinie. Sie muss vor Jahrhunderten aufgebrochen sein. Ein perfektes Versteck, wenn man wie die Affenzwillinge verschwinden will. Okay, los. Lass mich raten, das hält nicht. Natürlich hält das nicht. Ach, deswegen hätte ich dort oben hingemacht, oder? Ah. Anfang kann ich das und deshalb bin ich. Wenn Lara, du sitzt, das da oben dran schießen. Aber egal, wir kommen erstmal hier weiter. Gehen wir erstmal hier lang. Ich muss dich deswegen mal hoch, um das mit dem Sachen. Nee, aber ich kann das nicht verbinden. Okay, ganz kurz. Kannst du das da oben dran schießen? Oder? Nein, du sagst, das hatte ich 110, du sagst das nur hier. Ist denn das so kompliziert? Kommt sie da nicht hochgesprungen? Muss ich vielleicht deswegen dorthin, damit ich das verbinde? Welchen Sinn hat denn? Ah nein, das hier könnte ich verbinden. Ich würde das dann halten. Nee, das hält nicht. Verdammt. Okay. Ich liebe Rätsel. Wirklich. Ja gut, aber das bringt ja nichts. Wird hier irgendwas frei, wenn ich runterspringe? Nee. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass das nicht so schnell zugeht. Hier geht's noch wohl lang. Gott, wieso sehe ich die Wege immer nicht? Oh Gott, ja, danke. Ich dachte schon, du stirbst. Und da bin ich gestorben. Fällt alles auseinander. Kein Wunder, so ungeschützt an der Klippe. Okay. Erstaunlich, dass überhaupt noch was da ist.
Es zeigt eine Menschenprozession, die ins Tal der Götter kommt. Geleitet von Geräuschen oder Gesängen. Alle tragen ihr Hab und Gut bei sich, sowie Dinge, die aussehen wie Weihopfer. Sie müssen Anhänger sein. Die Affenzwillinge wurden nicht von allen verhöhnt, nachdem sie aus Paititi geflohen waren. Einige verehrten sie auch. Okay. Wo genau sind wir jetzt eigentlich auf der Karte? Irgendwo hier. Okay. Gut, da komme ich auf jeden Fall wohl lang. Hier komme ich aber auch wohl lang. Hier geht es irgendwo unten rein. Hier komme ich irgendwo nach dort. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier lang. Und brechen die Seite hier auf. Sehr schön. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Okay. Sehr schön. Lara, du solltest dich dort festhalten. Ja, gut. So viel zum Thema festhalten. Okay, da kommen wir nicht hin. Sorry. Das wollte ich jetzt auch nicht. Sehr schön. Jetzt hat es funktioniert, ohne Probleme. Was ist denn da das Problem, sich daran festzuhalten, Mädchen? Ja, nicht da. Okay, alle guten Dinge sind 3. Manchmal aber auch 25. Oh Gott, das sieht ein bisschen brutal aus, wie sie da so rumpurzelt. Ich wollte es nochmal probieren. Gut, versuchen wir es. Noch einmal. Hey, wieso springt sie denn so komisch weg? Dann lasse ich mich mal ein bisschen weiter drehen und versuche da ran zu springen. Na ja, gut, das hat jetzt funktioniert. Nach oben komme ich nicht. Na, da drüben könnte ich springen. Jetzt müsste ich mich darauf hangeln. Sehr schön. Das hätten wir geklärt. Hunahan und Hunchevin. Diese Statuen sind riesig. Dieses Tor muss irgendwo hinführen. Das ist auch wieder so ein komisches Ding zum draufspringen, aber ich vermute mal, dass das auch nicht funktionieren wird. Deswegen gehen wir nach dort. Oh, hier ist ein Windstoß. Oder? Ja. Das ist ja schon ein Fähigkeitenpunkt.
Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? Wind. Es klingt... Era, du sollst dich doch mal anfangen, irgendwo festzuhalten. Okay, nochmal neu. Allzu schön. Sieht aus wie eine Holzturbine. Sie scheint verklemmt zu sein. Was treibt diese Turbine wohl an? Sehr schön. Dann hoch mit uns. Verdammt, es geht nicht weiter. Das ist der Bauplan für das Instrument. Der Detailreichtum dabei ist außergewöhnlich. Okay, hier können wir was aufmachen. Oh, wir haben noch einen Weg bekommen. Das ist natürlich krass. Das war's. Die Turbine muss mit dem Wind im Tal irgendein Instrument antreiben. Ah, jetzt kann ich ja dieses Zeug herstellen. Genau, das mache ich mal. Hätte ich jetzt hier wahrscheinlich eh nicht brauchen, aber... 5 Stück, okay. Hier kann ich wieder noch was herstellen. So viel Zeit muss sein. Immer noch nichts. Gut. Nur falls wir einen möglichen Kampf begegnen, würde ich gerne... Ja. ...ausgerüstet sein. Okay, das Ding dreht sich also immer. Ah. Das ist außergewöhnlich. Ja, das ist. Warum sollten Hunahan und Hun Cheven so einen Ort bauen? Aber das bleibt nur zeitweise oben, das heißt, ich muss mich beeilen. Das musste ich nochmal kurz beobachten. Okay, naja, gut. Oh. Au. Ups, das wusste ich nicht. Naja, kommt vor. Hier ist keine Trommel. Ich kann auch da drüben springen. Aber hier ist ja erstmal nichts. Hochziehen. Okay, ist auch wieder sowas. Ich muss irgendwie diesen komischen Stecker bewegen, glaube ich. Jetzt muss ich warten. Hier ist auch wieder so ein Teil. Hatte mal Zeit, bis das ganz unten ist wahrscheinlich. Und da wird es wieder hochgedrückt. Okay, jetzt müssen wir nach dort oben. Und das gleiche dort machen, was ich vorhin nicht so ganz gerafft habe. Ups. Nur die Frage, ob mich das Ding runterweht. So.
Okay. Gut, ich komme jetzt nur hier lang wieder zurück. Schläge fehlen. Einige der Schläge fehlen. So. Okay. Jump and Run, nicht so meine Stärke. Aber irgendwie komme ich da dran, wenn ich ganz normal renne? Nein, eben nicht. Okay, ich muss also irgendwo anders lang. Hätten wir das auch schon mal geklärt. Sorry. Hätte ja sein können, dass es klappt. Okay. Ach, ich muss nach dort oben. Okay, jetzt ergibt doch dieses Ding Sinn. Okay. Der Schläge fehlen. Ich warte trotzdem kurz, ob das hier vielleicht auch schlägt, weil ich möchte ungern zu Brei verarbeitet werden. Ups. Einige der Schläge fehlen. Hat mir bereits. Okay. Hier muss ich wieder warten. Okay, dann muss ich wieder irgendwie durch. Wow. Wo muss ich jetzt als nächstes lang? Hey! Okay, hier nicht. Hier schon mal nicht. Vielleicht sollte ich erstmal gucken und nicht gleich springen. Das wäre eine gute Idee. Oh ne, wo bin ich denn jetzt wieder gelandet? Gut, ich auf meinem Vorsprung ist jetzt nicht wieder weg. Einige der Schläge fehlen. Oh. Ah, das habe ich vergessen. Ups. Okay, nochmal. Dann nach hier unten. Nach hier drüben. Warten, bis man schlägt. Der Schläge fehlen. Muss ich das jetzt noch? Aha, den da muss ich auch noch drehen. Aha, verstehe. Okay, wartet. Ich glaube, den muss ich nochmal neu drehen, weil das hat es leider nicht gespeichert. Einige der Schläge fehlen.
hat das jetzt gebracht? Jetzt geht das dort hinten auch noch hoch. Okay. Ah, jetzt komme ich da wahrscheinlich doch weiter, oder? Ja, jetzt komme ich dort weiter. Okay, das heißt, ich muss zurück. Überhaupt nicht verwirrend, das Ding. Springen. Danke. So, jetzt gehen wir hier oben lang. Sehe. Oh Gott, das macht ja auch noch was. Da hatte ich gerade ein gutes Timing. Hier warte ich kurz. Ah, das hätte ich auch noch geschafft, egal. Hier muss ich irgendwas spulen, da kann ich was verbinden. Ich glaube, das macht keinen Sinn, egal. Okay, ich müsste irgendwie nach dort unten. Die Frage ist, wie komme ich bitte dorthin? Weil Springen wird sicherlich nicht so gut funktionieren. Aber dort unten bringt mir auch nichts. Ich könnte die beiden Sachen... ach, das kann ich schieben. Ziehen. Ah, verstehe. Und dann muss ich die Windstöße abwarten. Okay. Okay, aber hier kann ich jetzt... Oh, hätte ich das von dort oben mit hier verbinden müssen und dann damit irgendwas machen sollen? Wir gehen erstmal hier hoch. Auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Und dann kann ich es nochmal probieren, ob ich was verbinden kann. Nee, jetzt geht von ihr gar nicht aus. Kann ich das vielleicht noch weiterziehen? Was passiert, wenn ich F drücke? Du sollst einfach nur F drücken. So, kann ich die beiden Sachen vielleicht miteinander verbinden? Nee. Ah, jetzt ist das wieder zurück am Ort. Aber ich kann da gar nicht hinschießen. Aber jetzt komme ich doch nicht drüber. Ah nee, das muss schon sein, damit das hält. Das stabilisiert das. Das ist richtig. Gut, dann muss ich damit vielleicht noch irgendwas anderes berühren können. Ja gut, das bringt jetzt natürlich... Upsala, das Rollen bringt jetzt gar nichts. Ich muss erst noch irgendwas anderes lose kriegen. Ich glaube, das ist gar nicht mal so falsch. Ich müsste das hier rüberziehen. Vielleicht darf ich das doch nicht verbinden, damit das halt nur kurz dort ist. Und dann
muss ich das Ding mit hier unten verbinden? Ich probiere es mal aus. Keine Ahnung, ob das Sinn macht. Das wäre eine Idee. Sehr gut. Das hat funktioniert. Ich sehe das ja von hier unten gar nicht. Doch ein bisschen. Nur nicht mehr, wenn ich ziele. Das einzige Problem ist, dass ich jetzt nicht mehr zurückkomme. Ja, gut. So, okay, ich habe das jetzt nochmal alles eingestellt, wie es davor war, weil ich habe jetzt gerade erst dieses komische Ding entdeckt. Und ja, das habe ich irgendwie nicht gesehen. Gut, jetzt können wir drehen. Mal gucken, wie weit wir das drehen können. Okay, weiter geht's nicht. Dann heißt es jetzt, okay, jetzt muss ich mir erstmal dieses Schema hier angucken. Oh Gott. Lara? Ernsthaft, das Ding hatte ich nicht mal richtig berührt. Okay, er schlägt das. Das schlägt, wenn das hochgeht. Lara, spring, Mädchen. Ach du Scheiße. Hui. Mal sehen, was wir da haben. Oh, wieso muss jetzt wieder im Hintergrund gesaugt werden? Wir haben es ja eh gleich geschafft. Deswegen entschuldigt bitte das Sauggeräusch im Hintergrund. Der weiße Atem. Erzeuge Duftwolken im Aufbruch eines Furchtfalls. Okay. Abgeschlossen. Willkommen zurück. Hey, alles okay? Mir geht's gut. Sie hat ihn. Hier, der weiße Atem. Seltsam, dass ein so kleines Ding so mächtig sein kann. Hoffentlich verschafft es der Rebellion einen Vorteil gegenüber Amaru und seinem Kult. Wir wissen beide, dass es das tun wird. Uchu, du schuldest uns noch eine Geschichte. Ich bringe nämlich diese Narbe und das Rezept einfach nicht zusammen. Ich glaube, da gibt es nichts zu erzählen. Griff der Angst. Neue Ausrüstung erhalten. Okay. Und schauen wir mal. Wir sollten jetzt wieder genügend Fähigkeitspunkte haben. Wir haben sogar 4 Stück. Cool. Ja, dann würde ich sagen, rüsten wir jetzt nächstes erstmal das hier auf. Dass Feinde länger erschüttert werden. Und dann als nächstes werde ich da rangehen. Gut, aber ich würde sagen, für heute verabschiede ich mich von euch. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal zur neuen Folge von Shadow of the Tomb Raider wieder. Habt einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal und bis dann. Bye, bye.